Niederösterreich. 573 Gemeinden, mehr als 1,6 Millionen Einwohner, 300.000 Tonnen Rest- und Sperrmüll, 12.000 Tonnen Elektroaltgeräte, 1.100 Tonnen Altspeiseöl und eine Gesellschaft, die sich vorbildlich um diesen Abfall kümmert. Die BAWU. Es ist nicht zu leugnen, mit dem steigenden Wohlstand wachsen auch die Müllberge. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht: Im Müll stecken noch viele wertvolle Stoffe. Sie können wiederverwertet werden, wenn man ordentlich damit umgeht. Aber was heißt ordentlich? Niederösterreich zeigt es vor. Bereits 1996 haben die niederösterreichischen Abfallverbände die Beteiligungsgesellschaft für Abfallwirtschaft und Umweltschutz, kurz BAWU, gegründet. Ihre Hauptaufgabe: Strategien zu entwickeln, wie Niederösterreichs Müll gemeinsam kostengünstiger gesammelt und wirtschaftlich effizienter verwertet werden kann. Bis heute sind von den 573 niederösterreichischen Gemeinden 556 Mitglieder eines Abfallverbandes. Die 21 Abfallverbände sind die Gesellschafter der BAWU. Im Auftrag ihrer Gesellschafter konzentriert sich die BAWU bei ihrer Arbeit dabei auf drei wichtige Gebiete: die Rest- und Sperrmülllogistik, die flächendeckende Elektro-Altgeräte-Sammlung und die Wiederverwertung von Altspeiseöl und Fett. Die Logistik bei der Rest- und Sperrmüllsammlung ist europaweit einzigartig. Der gesammelte Müll kommt in eine der von regionalen Partnern in Niederösterreich errichteten 11 Umladestationen. Mit Hochdruckpressen werden bis zu 13 Tonnen Abfall in speziell von der BAWU entwickelte Container gepresst. 60% mehr als bei loser Verladung möglich wäre. Die BAWU-Boxen werden auf Waggons verladen und in eine Müllverbrennungsanlage gebracht. Allein der Transport per Bahn erspart 12.000 Lkw-Fahrten jährlich. Durch die Umstellung der niederösterreichischen Abfallwirtschaft von der Deponierung zur thermischen Verwertung werden jährlich insgesamt 558.000 Tonnen CO2 eingespart. Der Müll wird mit über 1000 Grad verbrannt. Mit der dabei entstehenden Wärme erzeugt die EVN-Abfallverwertung Strom für 170.000 Haushalte und Fernwärme für Zwentendorf sowie für zwei Drittel der Stadt St. Pölten. Der Rohstoffbeitrag der BAWU rund 50%. Auch für Elektroaltgeräte hat die BAWU eine umweltfreundliche Lösung erarbeitet. Alle Bürger und Bürgerinnen Niederösterreichs können ihre alten Elektrogeräte kostenlos bei den Sammelstellen der Gemeinde oder der Abfallverbände abgeben. Gesammelt wird nach 5 Kategorien. Alles, was irgendwie wiederverwendbar ist, wird recycelt. Die schädlichen Stoffe werden entfernt und umweltgerecht entsorgt. Zusätzlich gibt es eigene Sammelboxen für Altbatterien. Eine einfache, aber wirkungsvolle Innovation der niederösterreichischen Abfallverbände war die Idee, Altspeiseöl in sogenannten Nölis zu sammeln. Seit 2002 wurden über 700.000 Nölis verteilt. Die BAWU organisiert dabei die umweltgerechte Verwertung des Altspeiseöls. Die Nölis werden gewaschen und gehen sauber wieder zurück. Aus einem Liter altem Speiseöl entsteht übrigens rund ein Liter Biodiesel. Sie sehen, die niederösterreichischen Umweltverbände und die BAWU sorgen gemeinsam für eine saubere Umwelt. Und sie tun alles, um es den Gemeinden und Menschen des Landes so leicht wie möglich zu machen, Müll ordentlich zu behandeln. BAWU. Wir machen's einfach.